Morgen wird die Polizeikriminalstatistik für das Jahr 2023 präsentiert. Einige Zahlen sind aber jetzt schon bekannt. Die Straftaten in Deutschland nehmen insgesamt zu. Und die Gewaltstraftaten erreichen den Höchststand seit 15 Jahren. 41% aller Tatverdächtigen sind Ausländer. Besonders explodiert sind die Zahlen bei nichtdeutschen Jugendlichen. Hier gibt es einen Anstieg von 30%. Herr Kissler, überraschen Sie die Zahlen? Naja, wenn man sich die Meldungen der letzten Tage angeschaut hat, können einen die Zahlen nicht überraschen. Es ist ja schon länderweise viel durchgesickert. Einzelne Städte und Kommunen haben auch ihre Ergebnisse schon zum Besten gebracht, gegeben. Was mich natürlich sehr irritiert, ärgert und auch verunsichert, dass wir längst nicht mehr davon reden können, dass diese schlimmen Gewaltzahlen nur noch ein Phänomen deutscher Großstädte seien. Wir sehen auch in den Provinzstädten, auch in Regionalhauptstädten, beispielsweise in Baden-Württemberg, dass ich immer im besonderen Leidenschaft verfolge, weil ich da auch herstamme, sehen wir, dass dort auch die Gewaltstraftaten im öffentlichen Raum zunehmen. Und das finde ich einfach schlimm. A, es greift über auf die Kleinstädte, auf die Regionen, auf die Provinzen. Und B, wir reden oft von Gewaltstraftaten im öffentlichen Raum. Oder der Anger in Erfurt, die gute Stube sozusagen von Erfurt, auch dort hören wir immer wieder von Gewalttaten. Und wir hören oft auch von Gewalttaten, die es meiner Erinnerung nach vor 10 Jahren nicht so gab. Also die Neigung, kurz mal den Innenstadtbummel mit einem flotten Griff zur Machete abzurunden, diese Neigung gab es meines Wissens vor 10 Jahren noch nicht. Und da müssen wir jetzt genau hinschauen. Und ich glaube, es führt zu kurz, einfach nur zu sagen, jetzt, wie es Herr Reul gesagt hat, einfach nur so allgemein ist die Zündschnur kürzer geworden. Da muss man auch schon fragen, bei wem ist die Zündschnur kürzer geworden und warum? Bei wem möchte ich gerne einhaken, Frau Hermenau. Morgen wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser alle Zahlen präsentieren. Eine Zahl, die da auch vorkommt, ist 30% Zuwachs haben wir bei Kriminalität von Zuwanderern, also Asylbewerber, Flüchtlinge oder illegal nach Deutschland eingereiste Menschen. Hat die Politik das vernachlässigt? Ja, auf jeden Fall. Denn ich meine, wenn jemand ordentlich integriert ist, seine Arbeit hat, seine Familie nachholen kann, mit seiner Familie dort leben kann, dann ist die Gefahr, dass er kriminell wird, geringer. Das ist ganz logisch. Dadurch, dass aber ganz viele, gerade junge Leute, die hergekommen sind, keine wirkliche Perspektive haben, weil es ein Mismatch zum Arbeitsmarkt gibt und dem, was man an Fachkräften bräuchte, sind die Perspektiven dieser jungen Leute eben sehr begrenzt. Und das macht natürlich Unmut. Die würden ja gerne zu Hause sagen, hier, mein Auto, mein Boot, meine Frau, das fällt alles aus. Und dann stehen die dann eben ratlos da und fangen an, kriminell zu werden, um sich irgendwie ein bisschen Prestige zu verschaffen. Ist eine mögliche Begründung. Ich habe eine zweite gehört, eine Freundin von mir, Samira, die aus dem Jemen zu uns gekommen ist und inzwischen auch Deutsche ist, die hat gesagt, naja, es sind die Zweit- und Drittgeborenen, die haben schon in ihren Heimatländern mit Drogen gedealt, weil das sind also die, die am wenigsten eine Perspektive erstmal haben innerhalb einer Familie, weil der Älteste versorgt die Eltern. Und dann kommen die hierher und wollen auch wichtig sein. Und geht eben nicht. Da musst du viel arbeiten dafür, wenn du hier wichtig sein willst. Zumindest war das früher so. Caro, Messerkriminalität 10% gestiegen, Raubdelikte 20% gestiegen. Insgesamt ist die Gewalt um 10% raufgegangen in Deutschland. Sind es Zahlen, die dich beunruhigen? Fühlst du dich noch sicher? Naja, also sie wundern mich in erster Linie nicht. Ich meine, das sind ja jetzt auch alles Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren ganz gut absehen konnten. Machen Sie dir Angst? Angst ist zu stark. Angst ist auch nie ein guter Ratgeber. Aber ich merke auch für mich, dass sich was verändert hat. Wenn ich jetzt hier in Berlin in der Stadt bin, ich bin hier 2010 hergezogen. Ja, bin jetzt seit einigen Jahren nicht mehr hier, aber noch regelmäßig zu Besuch. Und ich benutze also öffentliche Verkehrsmittel nachts nicht mehr. Das habe ich jahrelang ohne Bauchschmerzen getan. Habe sogar immer gesagt, komm, jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. So schlimm ist das alles nicht. Inzwischen kann ich sagen, es ist sogar noch viel schlimmer. Das ist vor allem jetzt die Frage, wie geht's weiter? So, wir haben ja jetzt schon einige Erklärungsansätze gehört. Es wurde ja auch schon, was ist in den letzten Tagen alles nicht schon an skurrilen Versuchen auf den Tisch gelegt worden von Corona und die Jugendlichen müssen jetzt mehr Dampf ablassen. Die konnten das ja nicht, konnten ihre Pubertät ja nicht ausleben etc. pp. Also ich wünsche mir einfach, dass wenn diese Zahlen jetzt veröffentlicht werden, dass man sich da auch ehrlich macht und dass dann diejenigen, die in Verantwortung sind, in politischer Verantwortung sind, auch Konsequenzen ziehen. Ja, wir werden ja gleich noch über Migration sprechen. Wenn wir doch sehen, dass Menschen mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich vertreten sind,
in diesen Delikten, bei diesen Fällen. Mhm. Und das trotzdem aber ein Tabuthema bleibt und auch Frau Faeser wird es nicht so aufarbeiten, wie es der Sachlage angemessen sein wird, prognostiziere ich jetzt schon. Ne? Und zum Thema Messer, ich meine, früher hat man sich noch gekloppt, ja? Ja. Heute wird, ich weiß nicht, warum man jetzt den Einkaufsbummel nicht mit der Machete, aber immerhin mit dem Messer machen muss, auf dem Weg hierher, schon wieder nächste Meldung rein, wieder in einem Regionalzug in Koblenz, sind wieder zwei Leute mit dem Messer aufeinander losgegangen, und Syrer und in Sudanese oder in Iraner und Sudanesisch. Und vor allen Dingen auch ein besonders tragischer Fall am Wochenende bei Ihnen in der Nähe, Herr Rutenberg, wo ein Syrer ein vierjähriges Kind angestochen hat. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie diese Meldung lesen? Ich bin ambivalent. Ich habe einen syrischen Schwiegersohn. Mhm. Ich bin da Großvater geworden, glücklich, vor kurzer Zeit. Der kam 2015, hat kein Deutsch gesprochen. Und ist inzwischen in einer Führungsposition in einem großen internationalen Konzern, ist also ein Vorzeigemigrant, ein Mann, den ich sehr, sehr schätze. Aber das, wenn ich sowas höre, ja, und auch wenn ich auf die Zahlen schaue, die berichtet werden, dann ist da ganz klar, liegt ein Thema im Raum. Ja, also dann, da ist was zu tun. Dann dürfte Ihr Schwiegersohn ja ein perfektes Beispiel sein, wie es gut lief. Wenn Sie sich anschauen, wie manche Flüchtlinge aus Syrien bei uns leben, verstehen Sie da, wie es passieren kann, dass die so auf die schiefe Bahn geraten? Also, oder was lief bei Ihrem Schwiegersohn besser? Also der kam aus einer Akademikerfamilie, der hatte schon studiert, der hatte schon einen Beruf. Ja, der war Agraringenieur und hat hier nochmal völlig neuen Beruf gelernt. Und das ist sicherlich nicht repräsentativ, sag ich mal, für die Syrer oder wahrscheinlich nicht, kann es nicht sagen. Ja, aber das ist das Umfeld, was ich kennengelernt habe, wo die Menschen sehr bereit sind, sich zu integrieren, sich sehr darum bemühen, sich zu integrieren. Gleichzeitig gibt es diesen immensen familiären Zusammenhalt, wo dann in so einer Familie sie sich auch gegenseitig darum bemühen, sich zu stabilisieren, ja, sodass dann auch sowas nicht passiert. Ja. Darf ich fragen, wie hat der sozusagen in Deutschland gelebt, als er hier angekommen ist? War er untergebracht in einem Asylheim oder bei einer Familie, die ihn aufgenommen hat? Das war so ein Wohnheim. Da gab es ein Wohnheim, wo einfach die Geflüchteten untergebracht waren. Und von da aus hat er sich bemüht, er hat angefangen, Arabisch an der Volkshochschule zu unterrichten. Meine Tochter hat ihn dort kennengelernt. Ja, man hört ja oft auch, dass auch gerade diese Erstaufnahmezentren ja auch Hotspots der Gewalt sein können. Und wir hören auch in dieser Kriminalitätsstatistik, dass sehr oft auch Geflüchtete unter der Gewalt von Geflüchteten leiden, weil eben in diesen Erstaufnahmezentren mehr oder minder ungeschützt verschiedene Kulturen und damit auch ethnische Konflikte aufeinandertreffen. Also ja, das ist ein zusätzliches Problem. Ich habe hier in Tempelhof gearbeitet. Und da kann ich Storys von erzählen. Das war krass zu sehen. Ja. Und ich habe mich auch ganz bewusst dafür entschieden, um einfach auch mitreden zu können. Weil das war ja damals eine Welle, die bei diesem Land hier irgendwie ja, eingebrochen ist. Ja, ganz besonders auch in Berlin. Und ich habe es auch am Anfang nicht geglaubt, aber irgendwie hat es total Sinn gemacht, wie du schon sagst. Du kannst hier Leute nicht einfach nur ungeschützt aufeinander loslassen, zumal die kommen aus Kriegsgebieten. Die haben furchtbare Dinge erlebt und gesehen. Da ist man mit einem Messer aufeinander loszugehen, noch ist vergleichsweise eine Kleinigkeit. Oder dann, wenn wir von anderen Delikten sprechen, ob das jetzt Diebstahl, ob das Einbruch ist, ja, oder sich mal gegenseitig auf der Straße zu vermöbeln, das ist ja im Vergleich, wen kratzt das denn? Ne? Aber auf der anderen Seite sieht man ja an dem Beispiel, ich hatte auch so ein Beispiel mit dem Zakaria, von dem ich schon berichtet habe, aus dem Jemen, es hängt auch von den Individuen selbst ab. Und eigentlich ist ja die deutsche Gesellschaft eine Gesellschaft, die der Interessen des Individuums vertritt und die sagt, es liegt auch in deiner Leistung und in dem, was du versuchst, mit dem Leben was draus zu machen. Und das wird vielleicht auch zu wenig vermittelt. Also wir glauben ja offensichtlich selber nicht mehr ganz genau daran, dass es eigentlich so ist hier in diesem Land. Und dann kann man es auch schlecht vermitteln. Also es ist eigentlich für diejenigen, die hier zuwandern, interessant, die mit eigener Leistung was aus ihrem Leben machen wollen. Und das scheint Deutschland aber nach außen nicht zu vermitteln, sondern es vermittelt offensichtlich, gehst nach Deutschland, kriegst du Geld, bist du gut da. Das ist eine andere Botschaft in meinen Augen als entwickle dich hier, lerne die Sprache, mach einen Beruf und dann arbeite dich nach oben. Das ist möglich, es geht hier. Die Diskussion ging natürlich noch weiter. Die ganze Folge stimmt der Nachrichtentalk. Die bekommt ihr hier. Einfach draufklicken. Und solltet ihr es noch nicht getan haben, unbedingt unseren Kanal abonnieren. Nämlich hier. Dort gibt es über 100 weitere Episoden.